heiße Shamila, ich bin 16 Jahre alt. Mein Vater heißt Muhammad bin Madrasa. Arbeite als Apotheker. Meine Mutter ist Wante Subaida, Ketibololo. Sie ist eine Lehrerin. Ich habe drei Geschwister, eine kleine Schwester und zwei Brüder. Ich liebe meine Familie sehr. Mein Traumberuf ist Apotheker, weil ich sehr daran interessiert bin, in einem Labor zu arbeiten, um die nächsten Impfstoffe zu entwickeln. Mein Lieblingshobby ist Lesen. Ich lese gerne Romane, Comics, Zeitschriften und so weiter. Beim Lesen lerne ich immer etwas Neues. Normalerweise lese ich englischsprachige und auch malaysischsprachige Bücher. Aber nachdem ich Deutsch gelernt habe, wurde ich in der Lage sein, mehr deutschsprachige Bücher zu lesen. Außerdem höre ich gerne Musik, sowohl moderne und auch klassische. Jedes Wochenende verbringe ich morgens meine Zeit mit Lesen und klassischer Musik, bevor ich etwas anderes mache. Es macht richtig Spaß. Im Jahr 2019 habe ich angefangen, Deutsch zu beherrschen. Ich lerne Deutsch, weil es eine einzigartige und interessante Sprache ist. Das Deutschlernen ermöglicht es mir, deutschsprachige Bücher und Artikel zu lesen, in Deutschland zu studieren und mehr über die deutsche Kultur zu erfahren. Obwohl es eine relativ komplizierte Sprache ist, bin ich immer motiviert, Deutsch weiter zu lernen. Klar, wir haben schon viel über Deutschland gehört, zum Beispiel wie die Qualität seiner Produkte ist, vor allem in der Automobilindustrie. Aber Deutschland investiert auch viel in Forschung und Entwicklung in der Medizinbereich und bietet großartige Möglichkeiten. Der Gewinn dieses Stipendium wird mich motivieren, weiter Deutsch zu lernen, damit ich in Zukunft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Medizin studiere und in einem Forschungsteam arbeiten kann, das Impfstoffe herstellt. Das ist alles von mir. Auf Wiedersehen!